Hallo ihr Lieben, ich bin Delle Krise und begrüße euch in der wundervollen Welt der Musik. Abgeschlafen unterm Apfelbaum und der Himmel voll als ist heute eine Apfelfrau in Moll. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Perlen ostdeutscher Rockmusik. An meiner Seite wie immer mein Freund Robert Bodin. Robi, sagst du den Herrschaften mal guten Tag? Hallo, guten Tag. Dankeschön. Heute mit Reform. Reform ist für mich eine der interessantesten Bands der 70er und 80er Jahre der DDR. Ich stehe ja auf ausgefeilte Melodiebögen und komplizierte Rhythmen und da werde ich bei Reform sehr gut bedient. Bei Wikipedia und woanders habe ich das Wort gelesen, Art Rock, also als Art Rock, Kunstrock würde ich das nicht bezeichnen. Es donnert gehörig bei Reform, das ist Rock'n'Roll mit Anspruch, meinetwegen. Vor allem auf ihrer zweiten LP Löwenzahn und von dieser LP hören wir einen Song. Der Sänger von Reform ist Stefan Trepte und Stefan ist für mich einer der Sänger, die können das Telefonbuch runtersingen und das wäre immer noch geil. Aber überzeug dich mal selber davon, ob das stimmt. Hier ist Reform mit Über uns. Los geht's. Weiß ich nicht mehr genau, bin ich noch dein Mann, bist du noch meine Frau? Und ich krieg so eine furchtbare Angst um uns, doch du glaubst mir ja nicht, dass wenn du von mir weggehst, für mich fast alles kaputt geht, zerbricht. Wenn ich dich so anseh und so gern was mit dir will, und du über mich kommst, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und dann weiß ich wieder, dass uns noch so viel anderes hält. Und ich möchte mit keinem tauschen, mit keinem. Ich will mal kurz über das schöne Break reden, das wir gehört haben. Dazu gehe ich ans Schlagzeug, bestehend aus Vierteltriolen und Achteltriolen. Ich spiele es euch mal vor. Noch einmal. Es gibt für dieses Break
Beispiele aus der Rockgeschichte. Also Beppo ist nicht der Erste, der so eine Triolensachen gespielt hat. Und die hören wir uns jetzt einmal an. Die erste wäre von Led Zeppelin, kennt jeder, Whole Lotta Love. Wollen wir das nochmal hören? Vielleicht ein bisschen, ein paar Sekunden vorher. Mehr. Also, mir geht's um das Break. Vierteltriolen, Achteltriolen. Das war das Break von John Bonham, meinem Freund, meinem großen Freund. Und jetzt kommt noch ein Beispiel von Metallica, von ihrer LP Load. 2x4 heißt der Song, der geht mit einer Vierteltriole und einer Achteltriole los und mit einer Vierteltriole. Okay? Können wir das auch nochmal hören? Okay, Dankeschön. Das waren die beiden Beispiele und jetzt hören wir mal weiter. Über uns von Reform. Keinen tauschen mit keinem. Wenn du mich jetzt ansiehst, dann hoffe ich, dass du weißt, dass ich dir deine Schwächen und Fehler nachsehe und auch du mir verzeihst. Wenn du mich jetzt ansiehst, mein Gott, Mädel, ich verjag einfach die Angst, dass du dein Gefühl und die Liebe zu mir jemals wegwerfen kannst. Reform über uns. Robi, was sagst du? Du kanntest das nicht, schätze ich? Nee, ich kannte das nicht. Hat mich in manchen Harmonieketten so ein bisschen an Hotel California erinnert. So, an Hotel California? Ja, so in den Anfängen von den Strophen. Cool. Also nur ein Stück. Ja, also so, scheint mir ein schwer inspiriertes Lied von aus allen Ecken zu sein. Mhm. Hat alles, Rock. Und Lied sozusagen. Also
angloamerikanischen Einfluss. Nein, nicht afroamerikanischen Einfluss. Und afroamerikanischen Einfluss? Ja, Blues. Oh, für mich ist das total europäisch. Das ist auch wieder so, geht wieder so ein bisschen in die Kunstliedrichtung. Ja klar, aber hat halt alles davon. Ja, das ist schon cool. Also ohne das jetzt analysiert zu haben, kann sein, dass ich jetzt auch totalen Blödsinn erzähle. Aber das war jetzt so mein erster Eindruck. Ja, das ist doch cool. Ja. Also es ist ein wunderschönes Lied immer noch für mich. Das ist auch damals gar nicht so, das war damals nicht so sehr auf dem Schirm in den Medien, also im Rundfunk oder so. Aber mich hat das von vornherein beeindruckt. Auf dieser Platte sind auch einige schöne Lieder. Der Löwenzahn selber, Wenn die Blätter fallen und so weiter und so fort. Also ich fand das und finde das, halte das für ein sehr schönes Lied. Und was sagst du zu Trepte? Der ist doch, der deklamiert ja geradezu, ne? Ja, ist ja, fast ein Rezitativ. Ja, ne? Ja, ist krass. mit dann halt Ausschweifungen in Melodie. Wo ja, es ist teilweise sogar bizarr, teilweise. Ja. Ne? Also da geht wirklich an die Grenze. Aber ich liebe das, ja. Nee, das ist schön. Ja, das ist voller Blut, das ist stark. Und, ne? Wo sind die eigentlich her? Eine gute Frage. Also Trepte kommt ja, also das Trepte, um es nochmal zu sagen, Stefan Trepte ist der Sänger und auch der Keyboarder, der auch die meisten Songs von Reform geschrieben hat. Der kommt ja aus der Dresdner Ecke und war vorher bei Elektra und dann bei Lift. Eher Reform, also bei Reform Einstieg, muss man sagen. Und daher kommt wahrscheinlich auch dieses Kunstliedhafte, dieses etwas Anstrengende, was ich ja auch sehr liebe, aus dieser Dresdner Ecke. Und die Reform, die anderen Musiker sind, oder einige der anderen Musiker, der Bandgründer Matze Blankenburg kommt aus der Magdeburger Ecke. Da wurde Rock'n'Roll gespielt und den hört man ja auch. Also man hört hier wirklich eine schöne Kopplung dieser beiden Stilistiken irgendwie. Ja, genau. Also wie gesagt, ist eigentlich lief als Magdeburger Band, also Sachsen-Anhalt. Aber Dresden, ich weiß nicht, ob die Architektur auf Musik abfärbt, barock, üppig, Kunst. Ja, wir hatten das bei Lift, ne? Ja. Doch, bei Lift. Na? Dass das ja so ein ganz eigener Kulturraum da zu sein scheint, da in Dresden, mit dem Konservatismus und so. Wir sprachen, glaube ich, letztens darüber. Ja, ist schon ganz interessant. Naja, und Trepte war immer der Mittelpunkt von Reform. Also um ihn herum kreisten die verschiedenen Besetzungen, die Band hatte. Das ist eine sehr schöne, die kenne ich auch selber. Ich habe oft mit denen zusammengespielt damals. Da war nämlich Hans Winzoch dabei, der Geiger. Mhm. Ja, das ist eine schöne Farbe. Der hält sich sehr zurück, aber zum Schluss hört man ihn natürlich in aller Schönheit. Ja, also da war ich jetzt ein bisschen verwundert, als dann diese Geigenstelle kam. Naja, der hat die ganze Zeit mitgefiedelt, aber man dachte, es wäre eine Gitarre. Ja, also ich habe das vorher nicht wahrgenommen. Also ich habe das erst gedacht, was macht jetzt da eine Geige? Sie an. Und Hans Winzoch ist erst seit 85, nennt er sich Hans die Geige, vielleicht kennt ihr ihn. Es gibt ja einige gute Geiger in der DDR oder gab. Hans die Geige, dann Teutul Schröter von Passion, wahrscheinlich der Beste. Dann der Klampfer von Silly Hasbecker, der eigentlich auch Violinist ist und zwar vom Feinsten. Also der ist technisch ganz hervorragend. Ich weiß, ja. Ich habe die neulich gesehen. Hat er Geige gespielt? Ich denke schon, ja. Das macht er ab und zu. Ja. Da haben wir natürlich noch am Fenster Joe Gogoff von City, das kennt dann wirklich jeder. Mir fällt dann noch Hansi Noack ein. Wer ist das? Dekadenz. Ah. Brutaler Hansi. Der brutale Hansi? Brutaler Hansi, ja. Freund von Olaf Schubert. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Ja, sehr schön. Im Schlussteil gibt es wieder einen Fünfer und einen Sechser. Wir hatten das letztens irgendwie bei Lift oder was weiß ich. Nee, bei Panterei. Also im Osten wurden gerne ungerade Zahlen getakt. Arten benutzt. Ist das aufgefallen? Ja klar, fünf Achtel, sechs Achtel. Wie auch immer du das zählen magst. Vielleicht ist noch ganz interessant, dass der Text von Trepte ist. Und Trepte hat eigentlich keine Texte geschrieben. Die Texte hat für die gesamte Löwenzahn und auch vorher und nachher in der Regel Ingeborg Braunohner
geschrieben, die ich selber kenne von Passion. Mhm. Die ganz hervorragende Texte, die auch eine sehr, sehr eng kooperiert hat mit Stefan Treppe. Also die waren Freund und Freundin, also im beruflichen Sinne. Das hat sehr gut geklappt, das spürt man auch. Und diesen Text hat er selber geschrieben. Mhm. Also das ist wirklich eine Ausnahme. Ne? Naja, was gibt's noch zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann sagst du den Herrschaften auf Wiedersehen, Ruby. Macht's gut, tschüss. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.